Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3, die Famis. Unsere arme Jill ist total fertig, deswegen geht sie jetzt mal noch schnell duschen und dann muss sie auch bald ins Bett gehen. Aber vorher muss sie auf jeden Fall noch einmal zu dem Lager fahren und muss gucken, also wir gucken mal eben. Ich guck mal eben, ob das Lager überhaupt auf hat. Weil wenn das Lager nicht auf hat, dann brauche ich da auch nicht hinfahren. Ach Mist, doch geht. Oh, es hat sogar auf. Hat sogar auf. Dann müssen wir da schnell hin. Tut mir leid, dann kannst du doch nicht duschen gehen, Jill. Es tut mir leid, aber sie kann dann gleich duschen gehen. Sobald wir die Sachen da alle reingepackt haben und das auch machen können, dann ist das alles wunderbar. So, wir könnten ihn mal bürsten und die Hufe auskratzen. Und wo ist Xumi eigentlich? Ach, hier hinten. Alles klar, da müssen wir auch mal eben gucken. Bürsten, Hufe auskratzen und verstärkende Maßnahmen ausschimpfen für Ferkel sein, unbekannte, ungewöhnliche Samen fressen. Ja, so. Dafür schimpfen wir sie mal aus. Mit Pferdespeil, nee, dafür werden wir sie mal loben. Dafür, dass sie verspielt ist und mit dem Pferdeball spielt. Weil es ist doch schön, wenn die damit spielen. Dafür ist es doch gedacht. So, wie schaut's aus? Bist du endlich da? Ich glaube ja, es dauert noch ein bisschen. Sind sich noch nicht so sicher anscheinend. So, jetzt. Also, kommissionieren. Wir packen natürlich alles rein, was wir haben. Alles, was in unserem Inventar ist, müssen wir jetzt da reinpacken. Und dann kann Jill, glaube ich, erstmal ins Bett. Ich habe die natürlich viel zu früh aufs Bett geschmissen jetzt. Aber egal, guckt mal, dadurch, wenn wir das alles verkauft haben, dann kriegen wir sowas von viel. Oh. Oh. Qualität ist schlecht. Na, wahrscheinlich habe ich den Honig schon zu lange drin gelassen. Oder wir haben was falsch gemacht. Also wenigstens ist das ganze Obst perfekt. Der Rest ist irgendwie vergammelt und faul, aber ich werde es trotzdem verkaufen. Zumindest versuchen. So. Dann mal schnell ab mit dir nach Hause. Und da muss ich dann natürlich drauf achten. Am besten ist, ich bringe das dann immer jeden Tag dahin. So ernten und dann hinbringen und so. Maggie, du kannst dich bitte um deine Pferde kümmern. Ja, ich glaube, sie tut es. Und unsere beiden hier, Sam und Amy. Hier, komm, macht mal Kontakte knüpfen und so. Beschnüffeln, anschmiegen, anbellen. So, da müssen wir mal noch gucken. Wir müssen auch hier noch den Saustall bewältigen irgendwie. Obwohl, so schlimm sieht es gar nicht aus hier, ne? Und wir müssen auch noch unsere Schlange füttern. Das wird unsere liebe Jill allerdings nicht mehr schaffen. Die geht nämlich jetzt schnurstracks wahrscheinlich ins Bett. Hier. Schlafen. So. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Meine Güte, die arme Jill. So, wenn wir das jetzt so in der Kommission verkaufen, zählt das dann oder kann ich das nur hier drüber machen? Stöbern, Stand betreuen. Dazu ist Jill jetzt viel zu schlecht gelaunt. Ja, das dachte ich mir. Was ist los? Achso, wir haben Xumi ja ausgeschimpft wegen schweinerisch sein und so. Oh Mann, wann kommen denn die Babys? Wann kommen denn endlich die Babys? Oder das Baby, ich weiß ja nicht, wie viele Pferde da auf einmal kommen, wie viele Fohlen. So, hier müssen wir noch bürsten. Und dann müssen wir gucken, ob wir jetzt endlich an einem Reitturnier teilnehmen können. Momentan finden keine Wettkämpfe statt. Schade, wenn ich bloß nur wüsste, wann die immer anfangen stattzufinden. Oh, sie ist am Frösteln. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall mal hier reingehen. Ach ja, und die Küche aufräumen. Das müssen wir natürlich auch mal machen. Das werden wir auch mal machen. Und dann werden wir mal was Neues kochen. Und dann ist das alles super.
So, sämtliches Geschirr aufräumen. Und da ist schon wieder neues Gemüse nachgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so viel einpflanzen müssen, weil ich glaube, ein Sim an sich schafft das gar nicht, diese ganze Gartenpflege. So. Naja, die Bäume sehen echt gut aus. Jetzt, wo die so gewachsen sind. Das hier sieht auch echt toll aus. Kann geerntet werden. Sehr schön. Holunderbeerbohnenpflanze kann geerntet werden. Also wir haben echt schon sehr viel zum Ernten. Ich gieße mal eben hier. Jill ist im Bett. Hey, wieso schläfst du denn nicht richtig? Ich hab dir doch gesagt, du sollst schlafen. Nicht nur ein Nickerchen machen, richtig schlafen. Gute Nacht. Du kannst ruhig stinkend schlafen. Das ist alles kein Problem. Maggie ist jetzt hier am Aufräumen. Oh, wir haben 16:32 Uhr. Ich glaube, um 17 Uhr oder so fangen immer diese Sportveranstaltungen an. Nein. Und schon wieder ist was kaputt gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind noch nicht mal fertig hier mit dem Aufräumen. Verdammt. Verdammt. Naja, macht ja nichts. Ob ich Bescheid bekomme, wenn das Fohlen kommt? Oh, haben wir schon was verkauft? Amy Peters hat ein neues Merkmal erhalten. Glückwunsch! Jill wurde vom Stadtrat der Stadt Aurora Skies in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Bodenwühlerin verliehen. Der Boden ist wie eine Leinwand. Oh, wir wurden befördert. Cool. Und es ist an dir, sie zu gestalten. Auch wenn du mit deiner Landwirtschaft erste Erfolge verzeichnest, solltest du doch nicht vergessen, dass man sich dafür so richtig tief in den Dreck knien muss. Okay. Hä? Bäuerin. Ach, wir wurden schon wieder befördert. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Objekte im Wert von 657 Simoleons verkauft. Sehr schön. Also wurden wir jetzt zweimal schon befördert, oder was? Das ist ja cool. Und wir stehen schon wieder fast vor einer Beförderung. Gesamtverdienst sind jetzt schon 547 Simoleons. Und wir sind eine Bäuerin. Gärtnerin Stufe 3. Ja, super. Und sie ist immer noch so eine Staubschluckerin. Oh Mann. Maggie ist eine Staubschluckerin, aber das wird noch. Hä, wieso haben wir jetzt auf einmal schon 18 Uhr? Momentan finden nächste Reitsportveranstaltung. Ah. Momentan, ach, morgen erst wieder, also nur in der Woche wahrscheinlich. Ja gut, dann würde ich sagen, wir werden jetzt das Geschirr gleich noch wegtun. Und dann gehen wir mal wieder hier die Schinderei besuchen. Denn Maggie braucht einen Freund und Jill ist zu müde. Jill ist einfach zu müde, um sich einen Freund zu suchen. Hervorragenden Honig ernten. Ich mache mal hier das mit der Verbesserung rein. Gartenarbeitfähigkeit verbessern. Das ist doch super. Ich finde das gerade sehr super hier, wie das läuft. Oh, Maggie ist schon unterwegs. Sehr cool. Dann wollen wir sie direkt mal begleiten. Ich hoffe, den Tierchen geht es allen gut, aber ich glaube, denen geht es allen hervorragend. Xomia ist auch immer noch schwanger. Hat sich noch nichts verändert. Und joa. Wow, da war ein weißes Auto. Nein, wahrscheinlich war das gar nicht weiß, aber egal. Oh ja, hier endlich. Disco, Pogo, ne, Pogo, Disco, Dingelingeling oder sowas, ne? Wie ging das noch? Warte mal, können wir uns umziehen? Outfit wechseln? Dann könnten wir wenigstens unsere Abendkleidung anziehen. Los, tu es, zieh deine Abendkleidung an. Wir gucken schon mal, wer alles hier ist. Jesse Clark. Das ist ein Vampir.
Oder hier, Ette, ne, der sieht voll kacke aus. Komm, wir werden hier einfach mit Jesse Clark freundschaftlich begrüßen und so. Aber sie ist auch ein Vampir, oder? Ja, ganz eindeutig. So, hier, direkt mal freundlich. Kompliment über das Tanzstil machen. Kennenlernen und zusammen tanzen. Dim dim do, dim dim do, dim dim do do, dim dim do do. Ja, los Leute hier, geht ab auf der Tanzfläche. Woo. Oh, wer ist er denn hier? Chin Han, ein Paparazzi. Aber ich habe hier keinen Star an der Angel, oder? Nein, Gott sei Dank. Weil ich möchte auch wirklich kein Star werden, also ganz ehrlich. Das ist etwas, was wirklich überhaupt nicht und so gar nicht zu unserer Farm passen würde. Was ist das? Sie möchte einen Kuchen machen, oder was? Fingerfood bestellen. Können wir gerne machen. Helga Sandell, auch ein Paparazzi. Haben wir denn hier irgendwo einen Star? Achso, Fjord Wabler ist ein Star. Alles klar. Wir tanzen lieber mit Jesse Clark. Komm, wir fragen ihn mal nach der Karriere. Meine Güte, die geht aber auch ganz schön ab hier. Und die Paparazzi stehen hier drumrum, ey. Schaut's euch mal an. Oh Mann. Egal, wir tanzen hier mit dem Jesse. Es könnten ruhig ein paar weitere Männer hier reinkommen. Ich glaube, sie ist genervt von dem Paparazzi, deswegen nimmt sie jetzt den Hinterausgang übers Dach. Wir könnten ihn natürlich auch mal begrüßen, oder? Chin Han. Hallo Chin. Ja, okay, sie macht hier irgendwie nichts mehr. Dann geh mal erstmal zur Toilette, bitte. Noch nö, nicht schon müde werden. Komm, du musst noch ein bisschen durchhalten. Du brauchst noch einen Freund. Maggie, du brauchst doch noch einen Freund. Aber irgendwie sind hier zu wenig Kerle, ne? Das ist nur er und der Alte hier. Magnus Mango. Was haben die eigentlich für fürchterliche Namen? Ich meine, gut, schon besser als letztes Mal dieser Stein, ne? Mika. Oh, Amika ist voll der Muskelprotz hier. Meine Güte. Wo bleiben die anderen? Komm hier, ich werde mal mit ihm plaudern. Wir müssen ihn ja erst noch begrüßen. Oder steht sie etwa auf Jesse? Oh, da ist Estella wieder. Hier, wir wollen mit ihm quatschen. Jetzt sprich doch mal mit ihm. Und wieso ziehen die sich eigentlich um und machen dann nichts? Der will jetzt nicht nach Hause gehen, oder? Doch, der will nach Hause gehen. Toll. Ist schon wieder Feierabend hier. Um 22 Uhr wird die Bar geschlossen, oder was? Naja, egal. Hier, wir werden ihn noch weiter kennenlernen. Ich wollte ihn auch noch nach der Karriere fragen. Habe ich das schon gemacht? Nach dem Sim-Alter können wir ihn auch mal fragen. Jesse ist arbeitslos. Ja, super. Toll. Also den werde ich mir dann auf jeden Fall nicht anlachen. Ich würde mal eher sagen, wir gehen dann mal wieder nach Hause, weil sie ist schon wieder müde. Sie muss unbedingt ins Bett. So, aber Jill ist wieder fit wie eine Eins. Sie geht jetzt duschen, dann geht sie was essen. Ich habe schon wieder vergessen, das verdammte Essen in den Kühlschrank zu stellen. So, und dann, oh Gott, Überschwemmung. Ja, du kriegst gleich was zu essen. Geh erstmal duschen. Erstmal duschen gehen. So, wir sind hier auch was am Essen. Zwiebelringe sind wir am Essen. Hä? Was machst du denn hier? Du bist viel zu klein, du darfst hier nicht rein. Was geht denn hier ab? Seit wann dürfen denn Kinder auch in so eine Bar? Eieiei, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte immer, Kinder dürften nicht in die Bar. Naja, wie dem auch sei. Xomia, was ist los? Kriegst du schon dein Baby? Baby, 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 Baby. Ich will jetzt das Baby haben, bitte.
Bitte spuck es aus. Sie ist immer noch schwanger. Ach Mensch. Ja, Jill geht's auch gut. Was hat Jill eigentlich jetzt noch im Gepäck? Gar nichts im Moment. Maggie ist auf dem Weg nach Hause. Amy, was mit Amy? Amy hat Hunger. Amy geht was essen. Sehr schön. Und ihr habt mir gesagt, ich sollte unbedingt diese Suchfähigkeit oder dieses Sammelobjekte erschnüffeln, sollte ich unbedingt machen, weil dadurch würde ich ganz tolle Sachen bekommen. Nämlich ganz viel Geld oder so, habt ihr mir geschrieben. So, kauen müssen wir auch und dann müssen wir auch nochmal hier was aus dem Napf fressen. Und ihr habt mir übrigens auch geschrieben, dass letztes Mal, als der Einbrecher gekommen wäre, das hätte wohl daran gelegen, weil ich wohl dem Hund gesagt habe, er soll das Haus bewachen, was irgendwie total crazy ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dem Hund sage, er soll das Haus bewachen, kommt mich einer ausrauben, oder was? So, jetzt muss sie aufs Klo. Oh nein, sie macht in die Hose. Nein, doch nicht. Sie schafft es noch. Sie schafft es noch zum Klo. Oh Gott, wie das aussieht. Es ist so schmutzig. Oh Gott, Chaos hier. Chaos pur bei den Farmies gerade. Aber okay, meine Lieben. Ich denke, ich werde dann erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns natürlich in einem neuen Part wieder von den Farmies direkt morgen. Bis dahin. Tschüssi.